Moino Freunde, und damit begrüße ich euch wieder herzlich zurück zu Bowser's Fury. Und diesmal werden wir uns die letzten Münzen schnappen. Ich bin extra nochmal zurückgereist und habe hin und her geguckt, habe hier noch eine Stelle gefunden mit Steinen, die mir ja nicht aufgefallen ist. Nun können wir die endlich bereisen und kaputt machen und kriegen die vierte Katzenmünze, aber wo die letzte oder die erste ist, kein Plan. Müssen wir sowieso nicht mehr erfahren, denn ich bin gestorben. Nice. Dann gucken wir nochmal vom Anfang. Irgendwo muss die letzte Münze sein. Ich habe keinen Schimmer, wo die sein könnte. Oh nee, nicht in Zeit. Machen wir. Irgendwie. Ja, Ruckel, Party. Es fängt schon wieder sehr gut an. Aber eigentlich war die gar nicht so schwer. Ich war einfach nur lost. Glaubt mir, wenn diese Challenge hier vorbei ist, dieser Glutberg, ich glaube, das ist das Schwerste im Spiel. Für mich. Ja? Für euch wahrscheinlich denkt ihr so, Alter, was meckerst du rum? Das ist easy. Ja, wie gesagt. Ansichtssache, ne? Wait, what? Ich weiß nicht, wie ich das getan habe. Aber ich hab's. Okay, damit die Nummer 3. Wait. Wait, what? Da ist die Münze? Oh lol, da hätte ich ja ewig suchen können. Ja, komm, YOLO. Ha! Und ich lande sogar noch weich. So wie es aussieht. Ah, oh, damit haben wir auch die Katzenmünze. Oh Gott. Nur noch eine einzige, Leute. Eine einzige in dieser verfluchten Galaxie. Jetzt fange ich schon an, wie Mario Galaxy zu sagen. Ich würde ja jetzt vielleicht mich in die Lava stürzen, aber das, nee, muss nicht. Muss nicht sein, habe ich gesagt. Oh, Kamera, bitte. Arbeite mit mir und nicht gegen mich. Warte mal, ich bin dumm. Ich komme ja jetzt nicht. Ich komme gar nicht rüber. Alles klärchen. Damit ist noch ein Kill auf meiner Liste. Oder noch ein Tod auf meiner Liste. Hat keiner gesehen. Junge, wo kommst du denn? Nein. Nein. Ihr wollt mir jetzt nicht erzählen, dass ich da... Oh, okay. Ach, immerhin, wir kriegen ein bisschen Support. Damit ist dann doch ein bisschen was alles einfacher. Hui. Oh nö, damit geht's. Ach so, stimmt. Hin. Ha. Aber wie ist denn zurück? Oh, das Spiel ist mega fies, ne? Das gönnt die jetzt und du denkst dir so, oh ja, nice. Ich komme ja easy zurück, aber. Ha! Verarscht, Spiel. Nein! Oder? Ja, war ja easy, ne? Puh. Okay, das war vielleicht, also... Könnten jetzt Leute rummeckern, aber... Man kann es machen. Ganz einfach.
Wieso soll man es sich komplizierter machen, als es eigentlich ist? So, dich nehme ich mit. Warum, weiß ich nicht. Ich finde es einfach geil, mit den Dingern zu fliegen. So, aber jetzt müssen wir es sowieso abnehmen. Denn unsere erste Insel ist schon von der dritten Welt fertig. Wenn ihr jetzt sehen wollt, hier ist der Beweis. Ein Häkchen. Hier kommen wir noch nicht hin, wegen der grünen Suppe oder der schwarzen Suppe. Dann würde ich sagen, treffen wir uns bei der Glocke, bei der Glöckchen wieder, oder wir haben hinter der Glocke noch ganz viele kleine Geheimnisse. Wollen wir mal gucken? Ja, komm, wir erkunden jetzt mal ein bisschen. Wir haben super viel schon gemacht. Wir können jetzt mal noch ein bisschen entspannen und erkunden. Ah, hier sind die Kätzchen wieder am Start. Oh, geil. Ich liebe doch die Kätzchen. Mehr oder weniger finde ich die ja wirklich süß zu sammeln und alle drum und dran, aber uff. Sorry. Oh, sorry. Ich weiß nicht, was das für Dinger sind hier. Ah, und ich merke schon, Bowser ist schon wieder am Start. Ich, was bist du denn? Ach so. Warte mal, warte mal. Ah, okay. Wait. Ich verliere lieber eine Blume. Bei mir ist Bowser ein bisschen zu nah. Boah. Schwein gehabt. Ohne Witz. Schwein gehabt. Oh. Hey, Bowser, Bowser, Bowser. Nein. Ich hab dir nichts getan. Ich habe keine Ahnung, wohin. Oh nein, 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 mein Arsch, mein Arsch, mein Arsch. Gleich brennt's. Oh! Nee! Oh ja, natürlich, jetzt ist Bowser direkt vor mir, oder was? Alles gleich hier ins Spiel. Wo bin ich? Oha, warte, warte, warte. Ah, nice. Hehe, Bowser damit besiegt. Den Stern auf der versteckten Insel. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir den so schnell finden. Aber cool. Ah, Blümchen. Blümchen, na klar. Glöckchen. Ey. Lass mir die Glocke nehmen. Ich will meine Glocke haben. Jetzt ist wieder alles entspannt. Aber denn anscheinend zum Beispiel nur die Brücke, während Bowser da ist. Interessant. Gut, dass wir nochmal zurückgegangen sind. Aber die ganzen Schleimdinger, die müssen wir auch besiegen. Jetzt haben wir aber auf jeden Fall gesehen, dass Bowser auch während, also auf der Strecke steht. Und du dir so denkst, hallo, Freund Josef, was willst du hier jetzt von mir? So, jetzt habe ich vor Schreck vergessen, die ganzen Inseln hier zu erkunden. Denn uns, vor uns ist ja die Insel hier. Ich kann dir auch nur erklären, wie ich dort drüben hinkommen soll. Ich glaube, die muss ich erstmal so lassen. Oder kannst du dadurch? Nein, kann er nicht. Au, au, ich sterbe, ich sterbe. Oder auch nicht. Man kann jedenfalls nicht dadurch. Warum? Oder was wir da machen müssen für? Kein Plan. Werden wir aber später herausfinden. Wir gucken uns erstmal um. Und zwar gibt es ja hier hinten noch was Verstecktes. Oh, ist die Grütze eklig hier. Vielleicht zum Ende des Spiels. Also, wenn wir Bowser nochmal besiegt haben. Vielleicht kriegen wir ja da denn nochmal das Glück. Geht das den Sachen einzusammeln, wisst ihr? Oh. Oh, 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 oh. Warte, du kannst mir mal kurz loslassen. Ich hab hier was Schönes gesehen. Oh, warte. Ah, perfekt. Jetzt sind wir auf den Wolken.
Und eine neue Wolkenmission. So, und denk dran, alle Gegner mitnehmen. Nein! Machen wir gleich nochmal. Traurig. Eigentlich simpel, aber wenn man es verkackt einmal, dann ist es vorbei. Aber es ist sehr knapp berechnet im Übrigen. Boah. Ja, moin. Oh, das hat nur gezählt, ey, ganz knapp. Aber da gönnen wir uns natürlich auch noch die Insignie. Sehr schön. Kühne Klopperei in den Wolken. Aber wenigstens habe ich jetzt diesmal ein paar Ringe bekommen. Letztes Mal war ja so, dass wir gar nichts bekommen haben. Jetzt haben wir wenigstens ein paar Ringchen bekommen dafür und hoch. Haben auch diese Insel abgeschlossen zu 100%. Hier haben wir noch was. Und hier hinter uns ist noch irgendwie etwas. Achso, nee. Da kommen wir nur zurück. Gut. Nicht so schlimm, das. Nicht so schlimm. Trotzdem werden wir nochmal bei den anderen Sachen vorbei hier schauen. Dazu muss ich oben vorbei. Und dann gehen wir erst zu den neuen Welten. Ich weiß. Die pinken Dinger sehen echt komisch aus. Und ich sehe schon wieder, guck mal, Bowser wird aktiv. Hier hinten müsste das sein, genau. So. Ach so. Wow. Deshalb, man muss den versteckten auch noch finden, weil sonst denkt man sich, hä, was ist denn hier los? Aber gut, dass ich den Glitzern gesehen habe. Kampf gegen den unsichtbaren Glue. Oder Glue. So, dann haben wir nur noch. Das ist die Sprungschanze, ne? Ja, das ist die Sprungschanze. Wir können ja nochmal gucken wegen dem Ehenblock, ob das sich jetzt da ein bisschen was ändert. Wie sehen die hässlich aus. Oh, Entschuldigung. Ach, ich bin doof. Da sollten wir doch ja nicht hin. Ja, moin. Oh, hi. Oh, warte mal. Ich sehe jetzt gerade ganz viele Flammenblöcke. Achso, das ist einfach nur ein Weg, den er aufgesprengt hat. Okay. Wo wollte ich jetzt hin? Ach, da hinten, ja. Ja, ja, Bowser. Alles gut, mein Freund. Du brauchst ja nie Feuer speien. Gegrillter Mario schmeckt den übrigens nicht. Kann ich nur empfehlen, von der Speisekarte zu entfernen. Wo ist denn das jetzt? Da. Wow. Ich wollte gerade gucken, ob ich irgendwie da hinkomme, aber nee. Ich muss es ignorieren. Es tut aber so weh, das zu ignorieren. Ah, wehe, ich krieg das naja nicht. Das ist
Also wenn schon, denn schon möchte ich hier die 100% auch erreichen. Ich weiß zwar nicht, wie viele Insignien es insgesamt gibt, aber wir sind hoffentlich mit 57, also ich schätze mal 70, 80 Sterne wird bestimmt schon in Insignien, meine ich. Oh, hier sind sau viele Kätzchen. Ja, ja, süß, aber zu viel. Oh, da ist noch eine Mutter, die heult. Miau. Wie viel fehlen dir denn diesmal? 5 Kätzchen. Oh. Aber wir wissen ja, wo die erste Katze ist. Und zwar hier hinten am Steg. Ha, sie guckt sich gerade ein bisschen was an. Ja, miau, komm mal her. Ja, komm her. Bring mal süße Kätzchen wieder zurück zu der Familie. Guck mal, Katzenmama, ich habe für dich ein Kind. Sehr gut. Ja, fehlen nur noch 4. Ach, die Mission würde ich ja am liebsten als erstes machen, aber ich weiß nicht, ob ich alle finde. Oh, hier ist noch eins. Ja. Die werden halt wieder wahrscheinlich sehr schwer versteckt sein. Ist ja schließlich, denke ich mal, auch die letzte Katzenmission. Miau. Ja, nur noch 3, meine ich. So, dann müssen wir nur noch gucken, wo die letzten 3 sind. Die können überall wieder sein. Hier unten zum Beispiel kann eine sein. Und da sehe ich sogar eine. Ah, da bist du. Komm mal her mit. Warte mal, was? Ist das dein Ernst? Ich bin in dieser fucking Röhre reingegangen. Ah, ja. Ich war in dieser Röhre. Ohne Witz. Der dachte sich, nope. Du warst nicht in der Röhre. Nö. Einfach nö. Ich liebe es, wenn das Spiel einfach das Gegenteilige davon macht, was ich will. So, jetzt bitte nochmal in die Röhre. Wir müssen jetzt die Röhre hochklettern im Übrigen. Also ja, keine einfache Mission. Vor allem möchte ich nicht in die Substanz hier reinfallen. Oh Gott. Diese Mutterkatze, ne? Pass besser auf deine Kinder auf. Guck dir mal an, was Mario hier tut. Oh nein. Nö. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Wir. Ey, ich warne dich, Bowser. Ich warne dich. Ich bring dich um. Wo ist die Katzenmutter? Das ist nicht dein fucking Ernst. Ich hasse das Spiel gerade. Nur ein bisschen. Nur so leicht dezent bin ich sehr, sehr sauer drauf. Kann halt nichts dazu sagen, ne? Tut einfach nur noch weh. Aber er tut natürlich gerne nochmal für die Kätzchen. Ja, geil. Ja, und Mario tut es auch nochmal gerne in die Suppe fallen.
So langsam wird es mir ein bisschen knapp mit meinen Katzen. Boah, selbst ich komme da ja nie hoch ohne Katze. Ich brauche mehr Katzen. Also. Ja. Nicht nur Katzen, ich glaube, später auch Pillen, damit ich die nächsten Challenges überlebe. Wisst ihr, da läuft, versucht ihr schon langsam zu laufen, damit nichts passiert und dann werden die schönen netten Katzen zu schwarzen hässlichen Bestien. So. Perfekt. Dann können wir endlich das dritte Kätzchen abgeben. Hier, guck mal, Mama Kätzchen, ich habe noch eins für dich. Siehst du, es fehlen nur noch zwei kleine Babykätzchen. Und ich bräuchte mehr Kätzchenanzüge. Wie ihr sagt, das ist Mangelware heute. Wenn sich hier eine Katze versteckt, ne? Da wäre ich dann sauer. Also wie gesagt, ihr guckt mir erstmal um wegen den Kätzchen, ob wir hier alle gleichzeitig finden. Als ob. Hey! Bleib hier. Ich will dich mitnehmen. Hallo? Jetzt. Und irgendwie muss ich ja hier hoch. Ah, so, hoch mit dir. Ne? Hoch da. Mario, dankeschön. Dann bringen wir mal dich wieder zurück, Henne, meine Kleine. Katzenmama, du hast gleich alle Kinder wieder. Alle Kinder wieder, ja. Guck mal, Mutti. Da hast du schon die vierte Katze, meine ich. Kann auch schon wieder nicht zählen. Dann kann die letzte Katze nur noch dort hinten irgendwo sein. Oder warte mal, gibt es hier noch einen Weg, den ich nicht gegangen bin? Oh, perfekt, noch mal eine Blume. Aber ich würde hier sagen, hier möchte ich noch nicht hin. Wie gesagt, die Katzen, die müssen jetzt sein. Oh Gott, wenn die FPS nicht komplett runtergehen würden. Wo ist denn Bowser überhaupt? Okay. Oh, gut, ich würde sagen, wir treffen uns denn wieder, wenn ich die letzte Katze gefunden habe. Bowser. Ich werde in der Zeit ein bisschen Bowser abwehren und wie gesagt, die Katze suchen. Wie gesagt, ich hoffe mal, wir finden sie ganz schnell. Dann bin ich wieder zurück. Die letzte Kätzchen habe ich nicht gefunden. Warte mal, was? Röhrenturm? Ah! Hey, nein, ich will doch nicht dahin. Aha, okay, kommen wir dahin. Oh Mann, Röhrenlabyrinth, muss man das eher sagen.
Okay. Wir sind durch. Oh Gott. Aber wie gesagt, wir werden erstmal weitermachen. Und um die Kätzchen kümmern wir uns ein bisschen später. Achso, wir müssen ja irgendwo drücken, ne? Ja, gut. Oh nein, ich muss das wirklich durchziehen bis hinten durch. Oh Gott. Was ist, wenn die Steuerung eh mitmacht? Spaß. Ach so, ist ja nicht mehr so schwer. Man muss einfach nur nach unten drücken. Oh Gott. Da lang. Hoch. Perfekt. Nein. Oh. Oh, die Mission ist böse. Warte, ich will da nach unten hin. Perfekt. Oha. Muss erst mal klarkommen, wo ich lang muss. Ah, hier. Ach, schon coole Rätselpassage. Zwar nicht, natürlich nicht überkrass schwer, aber gut gelungen. Kann man schon sagen. So, und den ersten haben wir für den Leuchtturm schon mal freigeschalten. Sehr schön. Der leuchtet auch schon super schön. Oh, unten Jens und Areal geht auf. Oh, krass geil. Da hinten geht's auch gleich weiter. Oh, aha. Warte mal, dann machen wir den Move hier. Dann haben wir nämlich schon die zweite Insignie. So, da können wir auch überblenden. Das war schlecht von mir. Ah, shit. Auch nur weil Bowser jedes Mal nervt. Kann der nicht einfach verschwinden? Der geht doch völlig auf die Senke, oder? Da willst du immer was Schönes machen und dann kommt sowas. Yo, alles klärchen. So, ich versuche jetzt nochmal da hochzukommen, um dort an diese Seite... Oh nee, warte mal, hier gibt es noch Münzen. Fuck, ich hab's verkackt. Boah, was war denn das, ey? Nein! Oh nein, Mario, du bist so ein Blepp, Alter. Oh, seriously, dein Ernst, du dummes Stück. Oh, krasse Mario. Ey, das war so knapp und dann reagierst du einfach nicht auf meinen Command. Kasse dich schon wieder.
Vor allem, wenn du dauerhaft dort drauf drückst, dann passiert halt auch nichts. Ja, schön, boller mir da hoch. Was ist das belastend, ey. Können schon wieder kotzen. Dann jetzt. Hier runter, wollte ich gerade sagen. Weil ich möchte gerne diesen Stern haben. Perfekt. Und dann hole ich mir als erstes diesen Stern. Auf Schleusentors Kante, ja. Ich kann dazu einfach nichts sagen. Gut, dass ich das noch relativ einfach hatte. Aber trotzdem, es ist nicht schön. Ich werde jetzt noch den anderen Stern holen. Da ist der Stern. Der Stern. Dort ist die letzte, die nächste Katzeninsignie für die blauen Münzen. Damit machen wir wieder Bowser finito und wir haben unseren 62. Stern. Ich hoffe, euch hat es bis hierhin gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne eine positive Bewertung da und um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr auch gerne abonnieren und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis denne und ciao.